letztendlich führt es dann dazu, dass wir dann in unseren kleinen Vierteln in den Städten irgendwie so eingeschlossen sind und dann immer ins Feindesland hinausfahren, wenn wir dann mal aufs Land kommen, so gefühlt. Und das müssen wir natürlich durchbrechen. Viele gute Leute, die wirklich sich über Jahre den Arsch gerissen haben, auf dem Land in die Großstadt ziehen, nach Berlin oder so, und dann eigentlich völlig abtauchen und eigentlich fast nichts mehr machen. Infrastruktur aufbauen kann gerade auf dem Land so einen Unterschied machen, raus aus diesen Szenevierteln zu kommen. Und das heißt eben auch in vielen Fällen eben in die Provinz, ins Hinterland und da dann nachhaltige Strukturen aufzubauen. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 69. Folge sprechen wir über das Thema Aktivismus auf dem Land. Das ist mal wieder ein Thema, was ihr euch gewünscht habt, was häufig an uns herangetragen wurde, was, denke ich mal, auch einfach viel daran liegt, dass doch einige dann von euch aus der Community auch aus eher ländlichen oder kleinstädtischen Regionen kommen, und da ist man natürlich dann auch häufig eben vor der Fragestellung, wie kann ich hier aktiv sein, wenn ich hier alleine bin und nur mit meiner kleinen Gruppe oder so, und hier gibt's halt eben nicht die ganzen tollen Strukturmöglichkeiten, die es so bei uns in einer nahen Großstadt gibt oder so. Für uns ist auch ein interessantes Thema, weil wir beide auch Teile unseres früheren Lebens, unserer Jugend in kleinstädtischen Verhältnissen groß geworden sind und eher ländlich geprägten Regionen verbracht haben. Und von daher haben wir natürlich auch ein paar Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema selbst und schon gemacht, so in all der Zeit. Ja, die Struktur, die wir uns für heute überlegt haben, sieht vor, dass wir zuerst mit einem kleinen Rant starten werden, und dann werden wir vor allen Dingen uns über die drei Themen Probleme auf dem Land für den Aktivismus beschäftigen, Chancen vom Aktivismus auf dem Land und konkrete Vorschläge und Anregungen, was man so machen könnte und was wir vielleicht für so Ideen haben, wo man ansetzen kann. Ja, dann würde ich doch direkt mal mit einem kleinen Exkurs darüber starten, wie eben viele Linke das Landleben und die Provinz wahrnehmen. Ja, schon, ist ein bisschen erkältet heute. Ja, das Ganze mache ich traumhaft verschnupft. Ich glaube, das ist auch was ich selber sehr gut nachvollziehen kann, denn du hast ja auch gerade schon angesprochen, wir beide haben eine Zeit unserer Jugend auf dem Land gelebt, aber bei dir war es ja auch so, du bist ja in Anführungszeichen erst in der Provinz aufgewachsen und dann später mit dem Alter in eine Großstadt gekommen. Bei mir war es ja so, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens eben in einer Großstadt gelebt habe und dann noch für ein paar Jahre in meiner Jugend aufs Land ziehen musste, und das hat mich natürlich da sehr geprägt mit dem, dass ich die erste Zeit ja mir fast ein Logbuch angelegt habe über all das, was auf dem Land so viel beschissener ist als in der Stadt. Und den gleichen arroganten Blick, den ich damals auf diese ganzen ländlichen Gebiete hatte, auf Dorfstruktur, auf Kultur auf dem Land und ähnliches, findet man ja heute auch in der Großstadt Linken immer wieder. Das Dorf war und wird immer noch von Leuten aus der Stadt als eben dieser rückständige Fleck im eigenen Land wahrgenommen, konservativ, unterentwickelt, noch auf Landwirtschaft angewiesen, religiöser und alles in allem ein ziemlich verschlossener und sowohl den Leuten von außen verschlossener als auch dem gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt verschlossener Haufen. Das ist natürlich auch das Bild, mit dem ich da reingekommen bin, und lasst es euch als jemand, der genauso gedacht hat, sagen, das ist ein ziemliches Abziehbild, was man da im Kopf hat. Wir werden ja jetzt gleich tatsächlich genau das machen, was wir jetzt kritisieren, und uns erstmal die ganzen Nachteile und Probleme auf dem Land angucken. Aber trotz diesen tatsächlich existierenden Problemen ist natürlich vieles davon eben dieses kulturell überlieferte Bild, was auch immer einen bestimmten Nutzen erfüllt hatte. Und vieles davon ist dann eben doch nicht so wahr, wie man es zuerst angenommen hat. So oder so, auch wenn wir diese Probleme wahrnehmen und gegen sie ankämpfen wollen, gerade auf dem Land, dann können wir das natürlich wie in allen anderen Fällen auch nicht als irgendwie diese Kraft von außen, die mit dem großen Zeigefinger nur drauf zeigt und in der moralischen Erhabenheit sich dann irgendwie am Land abarbeitet und im Endeffekt sagt, wie scheiße das alles ist, und dann sich als Linke vielleicht noch hinstellt und sagt, ja, zieht doch einfach alle in die Städte, kommt doch einfach nach Berlin, kommt doch nach Leipzig, kommt doch in den Pott, nach Köln, nach Hamburg, wohin auch immer, und lasst den ganzen Scheiß hinter euch, und hier habt ihr Befreiung, hier habt ihr
Kultur, hier habt ihr Liebe, hier könnt ihr alles an Spaß haben, was ihr wollt und an toller Politik mit Gleichgesinnten und lasst doch den ganzen Kack hinter euch. Das ist natürlich kein Vorschlag, der irgendwie Früchte trägt. Das funktioniert vor allen Dingen deswegen ja auch nicht, weil das eine Reihe von größerer Probleme mitbringt. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass in Lebensfeldern, in Kampfsituationen, in allen möglichen Bereichen, wo die Linke sich also rauszieht, dass da natürlich dann auch rechte Strukturen es leichter haben, sich breit zu machen. Und deswegen ist ja auch, dass es in Teilen des Landlebens da eine Verstärkung von rechten Aktivitäten gibt, ja auch darauf zurückzuführen, dass wir also dieses Kämpfe aufgegeben haben. Und nicht nur das, ist es ja auch ein Problem, wir müssen ja alle Teile der Gesellschaft erreichen und auch die ländliche Bevölkerung, auch die Bauernschaft ist sehr wichtig, speziell für einen Kontext von einer sozialen Revolution in einem späteren Sinne gedacht. Da war auch immer wieder ein Problem in der Geschichte, dass also die Landbevölkerung eher weniger mitgezogen hat im Vergleich zum Beispiel Industrieproletariat oder so. Und dadurch entstehen natürlich große Probleme. Und mit so einer Arroganz, die wir da als Linke vielleicht vor uns hertragen und den Leuten noch vor den Kopf stoßen, schaden wir letztendlich ja nur selbst auch und unserer eigenen Politik. Und letztendlich führt es dann dazu, dass wir dann in unseren kleinen Vierteln in den Städten irgendwie so eingeschlossen sind und dann immer ins Feindesland hinausfahren, wenn wir dann mal aufs Land kommen, so gefühlt. Und das müssen wir natürlich durchbrechen. In dem Sinne haben wir jetzt hier einiges vorbereitet. Und da würde ich direkt auch mal mich an dich richten und sagen, wir müssen jetzt erstmal hier die Kirche im Dorf lassen und nicht Landleben mit Bauernschaft gleichsetzen. Denn ich würde sagen, direkt ein Problem auf dem Land, was mir da immer auffällt, ist natürlich die sehr unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung und dann auch die Wahrnehmung eben in der Stadt. Denn in den Regionen, die wir dann so als die klassischen dörflichen und ländlichen Strukturen wahrnehmen, gibt es nämlich das große Problem, dass eben der landwirtschaftliche Sektor schon, ja, also wenn wir das jetzt sagen, da sind wir eigentlich schon Jahrzehnte zu spät, eben kein wirklich tragfähiger Arbeitgeber mehr vor Ort ist. Und die allermeisten noch von Familien getragenen Höfe und so eigentlich nicht mehr existieren, außer sie spezialisieren sich auf irgendetwas und versorgen beispielsweise das Dorf selber oder produzieren irgendwas Besonderes, sondern das geht ja alles über eben in große Agrarkonzerne. Da gibt es dann, glaube ich, sehr unterschiedliche Landstriche in Deutschland, manche, die wie beispielsweise in Baden-Württemberg dann stark eben von den großen Unternehmen, die dort angesiedelt sind, profitieren oder mittelständische Unternehmen haben. Aber eben auch viele, in denen dann das klassische Bild vorherrscht, was man eben in der wirtschaftlichen Entwicklung hat, nämlich die Verarmung, die Verödung und damit dann auch der Wegzug, dass eben nur die Alten bleiben, weil es gibt halt keine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist natürlich so gesehen auch ein Problem für unsere Politik, denn wenn die Leute dort keine Lebensgrundlage mehr direkt haben, gibt es auch kein Kampffeld für uns, wo man eben vor Ort wirken kann. Und dann gibt es wirklich gerade in Ostdeutschland Landstriche, in denen dann einfach nur die Alten und die in Anführungszeichen dann ja Abgehängten zurückbleiben, denen aber nicht wirklich viel Kampffelder mehr übrig bleiben, außer, ja, sie würden dann irgendwelche Kollektivbetriebe vor Ort gründen, aber da kommen wir auch später noch auf verschiedene Vorschläge und Anregungen. Ja, das ist auf jeden Fall vollkommen recht. Da gibt es natürlich von Landstrich zu Landstrich unterschiedliche Voraussetzungen und einige sind sicherlich sehr kompliziert. Vor allen Dingen, weil ja beim Land auch noch andere Probleme halt hinzukommen. Denken wir alleine über die verkehrstechnischen Bedingungen nach. Da ist es natürlich so, dass einfach die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz massiv kaputt gespart wurde, massiv kaputt gemacht wurde. Wir haben ja in unserer letzten Folge im Kontext des Schienenverkehrs haben wir erst schon darüber gesprochen und das ist natürlich speziell ein Problem, was die ländliche Bevölkerung trifft und das geht natürlich auch einher. Umso weniger Arbeitsplätze, umso weniger wirtschaftliche Perspektive, umso stärker ist natürlich auch der Rückbau dann von entsprechender öffentlicher Infrastruktur. Das wiederum schafft natürlich auch eine schwierige Ausgangslage für uns als vielleicht dann teilweise verstreute AktivistInnen auf dem Land. Weil oft ist es ja leider das Phänomen, dass man dann eben in einer ländlichen Region nicht jetzt irgendwie 10 Leute in einer Stadt hat oder so, sondern dann sind eben verschiedene, ja oftmals dann auch Jugendliche, linke Jugendliche, die halt eben in eine so einer Region verstreut sind. Der eine wohnt in dem Dorf, die nächste wohnt in dem Dorf und so geht das dann eben so ein bisschen weiter. Und wenn man dann also noch schwierigere Bedingungen hat, um sich dann, wenn man kein Auto gerade hat oder so, treffen zu können, dann wird es halt natürlich noch schwieriger, sich da zu vernetzen und sich zu organisieren. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch eine enge Vernetzung, die ich sowohl eben
bei den Problemen als auch bei den Chancen für Aktivismus auf dem Land wahrnehmen, und das ist die sehr eng geflochtene Sozialstruktur. Und wenn wir es jetzt erstmal eben von dieser problematischen Seite auf dem Land wahrnehmen, dann ist es natürlich das, was ich gerade schon so ein bisschen in dem Exkurs angeschnitten habe, was häufig in diesem arroganten Blick eben auf das Landleben dargestellt wird, was aber auch, das muss man einfach so sagen, ganz tatsächliche problematische Folgen hat. Und das ist nämlich diese konservative Dorfgemeinschaft. Dieser Zusammenhang aus wirklich sehr eng verwobenen Individuen, dann eben in einem Dorf Familien, die schon ewig da sind, die deutlich traditioneller als der Rest der Bevölkerung leben, die eine besondere Skepsis eben gegenüber Leuten haben, die von außen kommen, was dann natürlich auch in den allermeisten Fällen dann mit einem verstärkten Rassismus auf dem Land einhergeht, was man ja auch wirklich so sowohl statistisch nachweisen kann, als auch einfach von jeder Person hört, die eben von Rassismus betroffen ist, die sich mal auf dem Land aufgehalten hat, die da groß geworden ist. Und das ist natürlich auch einfach ein großes Problem für revolutionären Aktivismus, weil ganz viel der autoritären staatlichen Ideologie einfach von den Leuten noch viel mehr verinnerlicht ist als jetzt in den Großstädten. Und weil man nicht nur sowohl eine größere Skepsis auf dem Land gegenüber sozialistischer, gegenüber anarchistischer, kommunistischer Politik hat, sondern auch eine Skepsis gegenüber vielen Fragen, die vor allem in den letzten Jahrzehnten noch viel stärker auch hier in Deutschland in sozialistischen Bewegungen eine Rolle gespielt haben, beispielsweise feministische Themen, queer-feministische Themen, die natürlich auf dem Land in der Tendenz auch immer viel schlechter aufgenommen werden und dort die Kämpfe häufig auch viel härter und langwieriger sind. Dann vielleicht noch ein weiteres Thema, was sowohl Problem als auch Chance ist, wobei jetzt erstmal vordergründig erstmal ein Problem, dass natürlich in den allermeisten ländlichen Regionen auch es an Kämpfen fehlt, an die man anschließen kann. Also das ist einfach noch befriedeter, noch ärmer an sozialen Bewegungen, an Mobilisierung und jetzt, um dann noch ein weiteres Thema aufzumachen, natürlich Infrastruktur ist. Also ganz offensichtlich ist es dann halt schwierig, erstmal anzusetzen, weil man weder oftmals einen Raum hat, also irgendein Zentrum oder so, maximal vielleicht noch in Kleinstädten vielleicht noch ein Parteibüro von Die Linke oder so, so ein kleines, weder dann eben konkrete Kämpfe hat. Da gibt's natürlich auch Ausnahmen und Beispiele, aber dann sind das oftmals eher so Bürgerinitiativen, die sich halt eben um lokale Angelegenheiten von jetzt zum Beispiel Klimafragen drehen oder Lärmbelästigung drehen oder so. Nicht alles davon ist auch immer wirklich anschlussfähig für uns. Manche Sachen natürlich schon, aber anderes auch eben nicht. Und das macht es natürlich erstmal schwierig, da auch seinen Weg und seinen Punkt zu finden, wo wir dann auch ansetzen können als radikal Linke. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo auch die Dorfstruktur einfach eine ganz große Rolle spielt. Es hängt natürlich jetzt sehr stark von der jeweiligen Größe ab, über die wir sprechen. Aber in den Großstädten ist ja häufig auch noch der Konflikt mit dem Arbeitgeber, der meistens auch noch ein großer Konzern ist, einfach viel abstrakter in dem Konflikt, den man da führt, als jetzt auf dem Land. Um das nochmal kurz zu erläutern, es ist ja einfach in vielen Orten der Fall, dass es dann einen großen Arbeitgeber gibt oder vielleicht zwei, und bei den paar sozialen Einrichtungen, die es dann noch in der Stadt gibt, man häufig sich dann einfach kennt, teilweise familiär miteinander verbandelt ist, die Kinder auf die gleiche Schule gehen, man schon mal da zu Besuch war, und da fällt es viel schwerer, direkt dann einen gewerkschaftlichen Kampf einzugehen, weil die Leute, die das machen, und das ist auch was ich selber an manchen Punkten eben mitbekommen habe, wenn es dann eben Streit in einem Unternehmen gab oder irgendwie andere Konflikte unter den Leuten, dass die immer als Störenfriede wahrgenommen werden von eben dieser dörflichen Ruhe. Und ich glaube, da ist auch einfach diese kleine Zusammenkunft an Leuten einfach das, was häufig auch diesen befriedeten Moment eben ausmacht. Das kann sich natürlich auch umdrehen, da kann man vielleicht auch nochmal gleich drauf gehen, dass dann beispielsweise ein Konzern, der als Außenseiter in so ein Dorf kommt, dann natürlich auch als der Störenfried wahrgenommen werden kann und die Kämpfe dadurch dann radikalisiert werden können. Aber das möchte ich ja jetzt nicht so vorwegnehmen. Ja, auch nicht nur für gewerkschaftliche Kämpfe ist das, denke ich, Thema. Also da kann es ja schon auch bei kleineren Sachen, wenn man jetzt irgendwie dann bei beobachtet wird, wie man Aufkleber klebt oder sonst wie kleinere Sachen vielleicht in den Blick von einigen in der Dorfgemeinschaft oder der Stadtgemeinschaft verunreinigung sorgt, kann man dann doch auch schnell Probleme bekommen. Wobei, wie gesagt, auch man muss halt wirklich natürlich auch differenzieren. Reden wir jetzt hier von einem 1000-Einwohner-Dorf oder reden wir halt von jetzt irgendwie 50.000, 60.000, was dann trotzdem ja noch im Vergleich zur Großstadt
sehr unterschiedlich ist, aber das nochmal anders ist. Und wenn du da irgendwie Aufkleber kleben gehst oder so, das schert ja auch niemand in der 50.000 Einwohnerstadt, aber in einer Dorfgemeinschaft kann das eben schon für Probleme sorgen. Aber schauen wir uns doch die Chancen mal auf der anderen Seite vom Land an. Und wie wir das gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, vieles von dem, was wir gesagt haben, kann man also umdrehen. Ich finde, was wirklich eine der Sachen ist, die mir so immer direkt ins Auge schießt, ist einfach, dass du mit erheblich weniger Aufwand viel mehr erreichen kannst. Weil natürlich in einer Großstadt ist vielleicht eh alles, um jetzt mal bei so einem niedrigschwelligen Beispiel zu bleiben, ist vielleicht eh alles zugeballert mit Plakaten, mit Aufklebern für irgendwelche Konzertreihen, für irgendwelche Konsumprodukte oder sonst irgendetwas. Und in ländlichen oder kleinstädtlichen Regionen, wenn du da einen Aufkleber klebst, bleiben die Sachen oftmals einfach gefühlt für immer, bis sie ausbleichen, halt hängen. Und es ist vielleicht etwas, was Neues ist, wo halt vielleicht seit Jahren einfach nur die Pfahle halt kahl waren und jetzt sind halt irgendwelche bunten Sticker dran, ne? Klar, Aufkleber sind jetzt nicht das größte Ding oder so. Ich meine das nur als ganz niedrigschwelliges Beispiel für so ein Aufkleber kann schon einen ganz anderen Effekt haben als in der Großstadt. Und wenn man sich das jetzt überträgt auf ganz andere Mittel, wenn wir jetzt nur weitergehen zu Plakaten, wenn wir dann ganz groß denken würden, bezogen auf Räume oder so, die man eröffnet, dann ist das natürlich der Effekt nochmal viel größer. Ist ja selbst in der Großstadt so. Wenn du aus dem angestammten linke Szeneviertel rausgehst, wo es eh schon 3, 4, 5 Räume gibt, und du eröffnest deinen Raum in einem Vorort oder in einem angrenzenden Viertel, das ist ja dann auch dieser Effekt. Ist ja auch schon mal viel krasser dann. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für alle möglichen, in Anführungszeichen, positiven Aktionen. Du hast ja auch gerade schon den stechenden Blick der Dorfgemeinschaft, der Omi, die gerade in ihrem Vorgarten sitzt, angesprochen, die dich beim Stickern sieht. Genauso ist es ja auch mit allen anderen Sachen. Beispielsweise, wenn man solche Aktionen macht, wo jetzt wirklich niemand was sagen kann, sei es irgendwie einen umsonst Flohmarkt aufzumachen oder eine Küfer oder irgendeine kleine nette Kundgebung, wo die Dorfgemeinschaft direkt sagt, ja puh, das sieht ja gut aus. Küfer heißt übrigens Küche für alle. Oh ja, der Szene-Slang aus der Großstadt. Dann ist es natürlich genau dort auch so, dass es vom Dorf einfach oder von der Kleinstadt viel stärker wahrgenommen wird als eben in der Großstadt. Und das kann dann auch einen riesigen Effekt dafür haben, wie eben eine kleine Anzahl von Leuten auf dem Land einfach als eine viel stärkere soziale Kraft wahrgenommen wird, als das, wie du gerade angesprochen hast, in der Großstadt jemals möglich wäre mit der Personenanzahl. Dann bietet natürlich auch diese beschriebene Dorfgemeinschaft ganz viele positive Aspekte. Wir reden ja immer hier davon, dass wir also eine solidarische Gemeinschaft wollen, dass wir es also wichtig finden, dass die Menschen wieder zusammenkommen und dass man diese Individualisierung durchbricht. Und auf dem Land gibt es eben diese teilweise intakten Dorfstrukturen noch. Und das ist ja eine hohe Kollektivität und auch da sind ja auch dann in der Regel ganz wesentliche Dinge und Werte, die der Anarchismus vertritt, auch drin vertreten. Es wird sich eben dann oftmals noch mehr zusammengeholfen, wenn irgendwelche Probleme da sind. Und das kann man ja auch eben alles aufgreifen. Wenn man dann einmal wirklich ernsthaft in so einer Dorfstruktur verwurzelt wäre als Linke, dann wäre da also doch extrem viel möglich. Also wenn man dann eben, ich weiß, das hört sich jetzt erstmal hoch an oder so, wenn man dann auch im Sportverein, in der Feuerwehr, in den Lokalen oder so, wenn man da dann eben auch verwurzelt drin ist und mit den Menschen im Gespräch ist, dann kann man natürlich auch Menschen da in dieser Hinsicht erreichen. Ist wahrscheinlich auch mühsam, ist jetzt nicht irgendwie so, wow, ich mache da jetzt mal einen Monat mit und dann sind die Leute alle gleich fertig für die Revolution oder so, aber da kann man dann auch schon, ja, denke ich, aufbauend auf diesen vorhandenen Sozialstrukturen auch durchaus was bewegen. Ja, und auch noch ein Effekt dieser Dorfgemeinschaft, der sicherlich von vielen jetzt ein bisschen kontrovers aufgenommen wird, weil man da sicherlich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat oder das anders wahrgenommen hat, war das, was ich auch ab und zu gesehen habe. Und das ist einfach das, was man ja auch häufig eben linken Räumen auf dem Land nachsagt, dass die Leute dann eben einfach nur einen Raum haben und dann sind alle gezwungen, irgendwie miteinander auszukommen, dass ich das Gleiche auch an einigen Punkten in der Dorfgemeinschaft wahrgenommen habe. Und man rühmt sich ja immer in der Großstadt damit, dass man da ja einen viel diverseren Bekanntenkreis hat und dass hier unsere Communities ja alle so durchmischt sind, auch wenn man natürlich immer davon redet, dass das alles noch viel besser laufen könnte, aber im Großen und Ganzen guckt man ja immer so ein bisschen aufs Dorf herab und in der Großstadt kommen irgendwie alle aus unterschiedlichsten Kulturen mit unterschiedlichsten geschlechtlichen Identitäten und Religionen super miteinander aus. Hier sei das viel normaler, aber ich habe auch ganz häufig eben auf dem Land
eben gesehen, dass dadurch, dass das eben räumlich alles so begrenzt ist, dass es so wenig Einrichtung gibt und dass man sich einfach viel erkennt, dass es da irgendwie gefühlt viel normaler war als in diesen häufig dann doch sehr wenig durchmischten Vierteln in der Großstadt und in sozialen Kreisen, die man sich da aufhält, weil es viel einfacher ist, sich voneinander eben auch abzugrenzen und sich nur in seiner eigenen Bubble aufzuhalten, dass es auf dem Land da eine teilweise einfach eine viel stärkere Durchmischung und eine viel stärkere Natürlichkeit von eben den Verbindungen und Kontakten von sehr unterschiedlichen Leuten gab. Und deswegen würde ich das auch so und so sehen. Natürlich kann ich das alles jetzt schwieriger bewerten, wie genau das jetzt im konkreten Fall bezüglich Rassismus, Sexismus, anderen Diskriminierungen eben innerhalb von einer Dorfstruktur ist. Aber ich habe häufig auch eben dieses Positivbeispiel gesehen im Dorf, einfach aufgrund dieser geringen Personenzahl und der räumlichen Enge. Diese räumliche Enge und dieses Nicht-Vorhandensein von vielen Leuten und Strukturen, das ist auch für die Linke etwas, was ja wirklich sehr spannend sein kann in Bezug auf unsere eigene Bewegung, weil eben diese ganze Situation dann auch oftmals erfinderisch macht und man eben sich auch viel stärker aufeinander verlassen muss und auch am Ball bleiben muss. Das hat man eben, denke ich, viele von euch, die vom Land, wo das dann einigermaßen funktionierende Strukturen gab, die echt einiges gestemmt haben, kennen das dann vielleicht, dass dann viele gute Leute, die wirklich sich über Jahre den Arsch gerissen haben, auf dem Land in die Großstadt ziehen, nach Berlin oder so, und dann eigentlich völlig abtauchen und eigentlich fast nichts mehr machen. Weil es einfach so ein Überangebot und so eine Reizüberflutung gibt, auch an ganz vielen Ablenkungen, und es auch nicht mehr diese Notwendigkeit zur Selbstorganisierung gibt, weil es gibt ja schon tausende von anderen Initiativen, schon tausende von anderen Sachen, und du kannst halt, wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin oder in Leipzig oder so, kannst du halt jeden Tag auf irgendeine Kundgebung, Vortrag, Party, was auch immer gehen. Du brauchst es nicht mehr selbst zu organisieren. Und auch am Land kommt es halt dann eben auf alle, auf jeden und jede an. Natürlich in der Stadt auch, aber, oder in der Großstadt auch, aber eben da noch stärker. Und da hast du halt dieses, da merkst du halt wirklich, okay, wenn ich es halt gar nicht mache, wenn ich es nicht mache, dann ist es einfach gar nichts mehr. So, dann ist es halt weg. Und von daher ist, kann das richtig erfinderisch machen, kann richtig die Leute auch so ein bisschen dazu nötigen halt, die es dann gibt, wirklich über längere Zeit eine stabile Arbeit zu machen. Und natürlich erzieht das auch einfach die Revolutionäre auf dem Land selber auch mehr dazu, den Leuten offener gegenüberzutreten. Weil ich würde da in den Raum werfen, dass häufig die Viertel, die wir uns in den Großstädten eben als Szeneviertel suchen, viel von diesen dörflichen Strukturen auch selber in sich haben. Denn auch hier, wenn wir uns jetzt in den allermeisten Großstädten Deutschlands das angucken, einfach mal hier auch unser Viertel, die Nordstadt in Dortmund nehmen, dann sehen wir ja auch, der allergrößte Teil der Bevölkerung ist eben konservativ eingestellt. Es gibt noch viel von eben dieser übrig gebliebenen dörflich-proletarischen Ruhrpott-Kultur, natürkisch oder kurdisch oder bosnisch-dörflichen Struktur, die hier noch weiter existiert. Leute, die sich auf der Straße kennen, grüßen, einander helfen. Aber eben auch das Problem, dass dann auf einmal diese ganzen Großstadtlinken aus ihrer Szene-Bubble raus müssen und mit teils sehr konservativen Leuten interagieren müssen, mit denen sie sehr wenig teilen. Und ich habe dann viele gute GenossInnen auch vom Land hier hinkommen sehen, die einfach da, ja, bei denen das einfach viel mehr Klick gemacht hat, bei denen das viel besser funktioniert hat, weil sie es halt vom Land schon so kannten, mit Leuten halt gezwungen sind, Politik zu machen, zu interagieren, dieses ganze große Wort Community Building zu betreiben, mit denen die allermeisten Linken aus der Großstadt sich niemals abgeben müssen und die hier deswegen auch viel offener den Leuten einfach auf der Straße gegenübertreten können, für die das viel normaler ist, mit solchen Leuten auch zu interagieren. Und das ist doch dann wirklich eine große Scheibe, die wir uns dann eben von den ganzen guten GenossInnen vom Land eigentlich mal abschneiden können und auch für unsere eigene Art Politik zu machen übernehmen können. Ich will vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, den wir auch, glaube ich, als negativ betrachtet haben oder den man aber auch positiv eben drehen kann, und zwar diese ganze Sache von dieser dann Enge mit wenigen Leuten, die alles überblicken und so weiter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, sind halt irgendwie Nazis und so, wie kannst du denn dann noch ausweichen in dem lokalen Metier? Umso kleiner die Stadt ist, umso schwieriger wird das natürlich. Aber für die ist es ja potenziell auch andersherum so. Also deswegen, an dem Beispiel kann man das vielleicht auch nochmal so rummachen. Was für uns eine Bedrohung ist, ist ja für die genauso eine Bedrohung. Und ich kenne es halt eben aus meiner kleinstädtischen Erfahrung, dass wir das halt eben bei uns dann in der Entwicklung in den Jahren des so antifaschistischen Kleinstadtkampfes mit unseren lokalen Nazi-Strukturen, die es da damals dann gab, dass wir halt in der Lage waren, die halt dann auch zu zerschlagen über einen längeren Prozess. Weil man auch einfach
sehr nah dran war, weil man halt eben die Gesichter kannte und alles sehr gut überschauen konnte und genau wusste. So halt auch eben immer wieder diese Konfrontationsszenarien viel schneller kamen und wir halt in einer stärkeren Position waren, diese dann halt auch eben für uns zu entscheiden. Was nebenbei auch eine eigene Erfahrung von so mit gewaltvollen Verhältnissen kann man keine Nazi-Strukturen beseitigen, widerlegt für mich. Auf jeden Fall ist es da ein ganz gutes Beispiel, was für uns halt ein Problem werden kann, ist halt genauso für zum Beispiel an Strukturen auch ein Problem potenziell. Ja, und das ist ja in all den Punkten so. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie über faschistische Gefahr, Sektengefahr etc. auf dem Land sprechen, dann gibt's da ja auch genau das Gleiche, dass diese Leute eben von dieser dörflichen Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft dann in Kleinstädten einfach als Störenfriede wahrgenommen werden und dass du dann auf einmal eine 30.000 Einwohnerstadt hast, wo dann auf einmal 2.000, 3.000 Leute einfach alle zusammengetrommelt werden und dann gegen den 30 Leute Nazi-Aufmarsch auf die Straße gehen und es dann sogar zu irgendwelchen dynamischen Situationen geht, wo die Leute noch, was weiß ich, irgendwie von der Seite angepöbelt, bespuckt werden und sich dann wirklich nicht mehr dahin trauen. Sowas gibt's natürlich auch. Das ist dann wie mit vielen anderen Sachen, glaube ich, so im antifaschistischen Kampf immer auch ein bisschen schwer zu bewerten, aber das stimmt natürlich auch so. Und auch hier sei wieder darauf verwiesen, dass es da einfach sehr große Unterschiede gibt von Landstrich zu Landstrich, wie groß dann jetzt diese Gefahr dann da ist von dem sogenannten Hinterland. Ich würde sagen, wir kommen dann mal zu den konkreten Vorschlägen und Anregungen. Wir haben uns vorgenommen, es heute nicht zu allzu ausufernd zu gestalten. Ein paar Sachen sind ja auch schon angeklungen. Ich denke, es gibt so ein paar Basissachen, die einfach unabhängig von Land und der Stadt sind, sich halt zusammenzuschließen, sich zu organisieren und nicht alleine zu bleiben. Das ist erstmal eine gute Sache und ein Ausgangspunkt. Natürlich ist es etwas, was dann auf dem Land vielleicht erstmal etwas andere Ausgangslagen hat. Weil wenn ich eben keinen Raum habe, in den ich gehen kann, wo ich dann zum Beispiel auch andere Linke treffen kann, dann ist das etwas schwieriger. Und da bin ich halt von Anfang an eigentlich sehr viel stärker darauf angewiesen, in meinem direkten Lebensumfeld Leute zusammenzusuchen. Bei mir zum Beispiel damals war das eben die Schule. So, ich habe einfach super viele Menschen aus meinem Schulkontext letztendlich agitiert für antifaschistische Arbeit. Und das kann vielleicht bei dir etwas ganz anderes sein. Das kann vielleicht die Arbeit sein, das kann vielleicht eben der Sportverein sein, das kann vielleicht dann auch eben zum Beispiel die Feuerwehr sein oder was auch immer. Aber dass man da eben, wie man das auch sonst im Kontext von Organizing letztendlich auch in der Großstadt macht, dass man da halt einfach erstmal so abklopft, was für Leute, was für Freunde, was für Bekanntschaften, was für Menschen, die in meinem direkten Lebensumfeld sind. Wo sind da ähnliche Positionen? Und ist da Potenzial, dass auch andere Menschen mit mir zusammen aktiv werden können? Und da dann halt eben dran zu wirken, sich halt was zu überlegen, wo man eben Menschen gut einbeziehen kann und eben was zusammen organisiert starten kann. Ja, und von da ausgehend würde ich sagen, dreht den Spieß mit den Großstadtlinken einfach mal um. Haut sie selber aktiv eben für Unterstützung eurer Landarbeit an und nicht nach ihrem Maßstab und nach ihrem Gusto, wie dann häufig das eben sich in so kleinen Aktionen erschöpft, sondern beispielsweise wir hier in Dortmund hatten auch mit der anarchistischen Gruppe Dortmund mit mal mehr, mal weniger Erfolg eben Aufbauhilfe geleistet für eben anarchistische Gruppen aus kleineren Städten. Und was ich mir damals, glaube ich, auch noch viel mehr gewünscht hätte, ist, dass eben die Leute da vom Land, das ist was man sehr schwer einfordern kann, aber vielleicht findet das ja bei manchen von euch Anklang, einfach viel direkter und selbstbewusster auch mit euren Analysen vor Ort umgeht. Weil das ist das Wichtige. Ihr seid die, die eben aus diesem kleinen Ort kommen, aus dieser kleinen Stadt, aus dem Dorf. Ihr kennt das alles viel besser. Ihr wisst besser, wo dort die Anhaltspunkte sind. Habt nicht so viel Angst und Respekt vor diesen Großstadtgruppen, nur weil sie dann vielleicht ein paar Jährchen länger existieren oder immer diese tollen Großdemos oder Räume da aufgebaut haben und auf die Beine stellen. Ganz häufig werdet ihr viel konkretere und direktere Arbeit da vor Ort leisten und es ist einfach wichtig, dass ihr da selbstbewusst eben mit euren Analysen umgeht und auch mit euren Forderungen, wie das alles da aussehen sollte. Dann würde ich sagen, habt auch einfach Mut, in Aktion zu treten. Es gibt ja in allen Regionen, egal wo man lebt, gibt es immer Ansatzpunkte, wo man ansetzen kann. Es kann auch natürlich was Niedrigschwelliges sein, wo man erstmal allgemein über irgendein Thema eine Straßenzeitung verbreitet oder ein spannendes Plakat gestaltet, jetzt zum Beispiel zu den Lebensmittelerhöhungspreisen oder so, also generell den Lebensunterhaltskosten.
Was ich halt auch eben spannend finde, das haben wir vielleicht bei den Chancen vom Aktivismus auf dem Land vergessen, zu sagen, die Repressionsorgane sind in der Regel auch schlechter ausgebaut auf dem Land. Natürlich kann das auch ein Nachteil werden, weil wenn jeder sich kennt, bla bla bla, dann kannst du halt auch mal eher erkannt werden bei irgendwas, keine Frage. Aber es gibt halt auch einfach Regionen, wo dann halt die Bullen irgendwie eine halbe Stunde brauchen, um da mit einem Wagen vorzufahren oder so. Und das ist halt dann eben, wenn du dann irgendwo, was weiß ich, sprayen gehst oder mal einen Banner aufhängst oder was weiß ich was machst, ist natürlich auch ein totaler Vorteil, weil du eben weißt, okay, ich habe halt einfach eine größere Sicherheitszone, was halt jetzt konkrete Polizeieinwirkung angeht. Ich glaube, das habe ich immer als sowohl als auch sehr stark wahrgenommen, ja. bezüglich wiedererkannt werden und irgendwelche Adleraugen, die auf einen gerichtet sind. Aber vielleicht jetzt noch ein Punkt, den ich nochmal ganz stark hervorheben möchte, den wir auch in anderen Folgen schon mal angesprochen haben, wo wir aber tatsächlich jetzt bei Probleme, Chancen noch gar nicht so groß drauf eingegangen sind, und das ist der Punkt Infrastruktur. Das mag natürlich erstmal wie, ja, das große Ziel hinten am weiten Weg des Aktivismus scheinen, aber ich würde wirklich sagen, wenn eben, und das ist nun mal ein Fall, das haben wir auch gerade schon angesprochen, viel diese großen, konkreten Kämpfe eben auf dem Land fehlen, dann kann wirklich Infrastruktur und einfach diese Basisarbeit, die durch Infrastruktur, also durch ein Laden, durch ein kleines Café oder durch einen Kiosk oder was auch immer aus einer revolutionären Bewegung eben hervorgeht, viel, viel bessere Arbeit geleistet werden, als das mit irgendeinem großen Kampf ist, auf den man dann da ein bisschen hoffnungslos auf dem Land dann häufig leider warten muss, solange es jetzt nicht irgendein Großprojekt gibt oder zufällig dann doch mal irgendeinen großen Streik. Und deswegen würde ich wirklich sagen, wenn ihr auf dem Land seid und wenn ihr irgendwie die Perspektive darauf habt, Infrastruktur aufbauen, kann gerade auf dem Land so einen Unterschied machen. Wenn wir das mal vergleichen in einer 30.000 bis 50.000 Einwohnerstadt oder auf, was weiß ich, sogar auf einem kleinen paar tausend Einwohnerdorf, wenn da als wirklich revolutionäres Projekt dann irgend so ein Laden aufmacht, der im besten Fall noch irgendeine Nische ausfüllt. Wenn jetzt beispielsweise auf dem Dorf der letzte Bäcker das letzte Café zugemacht hat, es überhaupt keinen Nachbarschaftsraum mehr gibt, außer eben die lokale Kirche, dann könnt ihr damit so einen großen Unterschied machen, so einen großen Unterschied und so eine Verankerung in der Bevölkerung erreichen, von denen eben viele Ladenprojekte in den Großstädten nur träumen können für ihre Nachbarschaft. Und ja, das ist schwierig, aber da auch wieder, es gibt schon viele bestehende Projekte in der Stadt und zumindest von den Aufbaubedingungen, von den Finanzierungsmöglichkeiten unterscheidet sich zumindest das auf dem Land gar nicht so stark. Und dann wieder, geht aktiv auf die Leute zu, wenn ihr da eine Perspektive habt und sprecht sie an. Sowas sollte natürlich im besten Fall aus dem, was wir gerade schon angesprochen haben, eben aus einem kontinuierlichen Organisierungsprozess passieren und ist jetzt vielleicht nicht was, wenn du einfach nur alleine dastehst und dann mal sagst, ja, ich gründe jetzt einen Laden. Aber auch mit wenigen Leuten ist sowas möglich. Auch mit wenigen Leuten gibt's da Wege. Und das haben wir ja auch schon in unserem Interview mal hier mit dem Black Pigeon Kollektiv, wo ja auch Marian vom Aufbau erzählt hat, angeschnitten. Hört vielleicht nochmal in die Folge zum Black Pigeon und anarchistischen Ladenprojekten rein. Ich glaube, das ist wirklich auch etwas, wenn ich zurückdenke an meine Zeit in einer Kleinstadt, was einfach so einen Unterschied gemacht hätte für soziale Bewegung, für linke Politik vor Ort. Das kann ich mir gar nicht ausmalen. Ich denke, das wird für viele von euch natürlich ein sehr, sehr großes Ziel sein und es gibt ein paar, wie du es auch ja gesagt hast, ein paar Etappen davor. Und es gibt ja auch Infrastrukturgeschichten, die auch davor stattfinden können. Also zum Beispiel von Genossinnen aus dem Erzgebirge habe ich das jetzt vor ein paar Monaten nochmal gehört, dass sie jetzt so umsonst Schränke aufbauen, dass sie halt eben das so etablieren in der Stadt, dass sie das irgendwo aufbauen, dass eben, ja, da Menschen halt einfach Sachen reintun können und andere Sachen mitnehmen können, solche Geschichten. Und das dann auch eben mit entsprechend als anarchistisch gelabelt und aus welcher Perspektive man das eben macht. Sowas kann ja schon ein krasser Zwischenschritt sein. Sowas kann dann ja etablieren als Anarchistinnen in einer konkreten Kleinstadtsituation, dass die Leute eben auf dem Schirm haben, wow, okay, die sind halt Leute, die machen halt eine soziale Sache und wenn du dann später, ein paar Jahre danach, irgendeinen Nachbarschaftsladen aufmachst, dann sind die Leute schon mal so ein bisschen vorprogrammiert auf das, dass sie jetzt halt nicht denken, okay, jetzt brennt hier gleich die Hütte einfach nur ab, sondern okay, das sind halt sozial engagierte Leute, die machen eine spannende Sache.
Und da gab es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze, auch aus der anarchistischen Bewegung hinaus. Also zum Beispiel eben das, was ich gerade genannt habe, aber auch die Genossinnen in Finsterwalde, die haben wir auch schon häufiger erwähnt. Der Kiosk. Die hatten dann auch einen Kiosk eben aus der anarchistischen Bewegung heraus entwickelt und haben jetzt auch heutzutage noch einen Infoladen, sind so ein gallisches Dorf da. Oder auch die schwarz-roten BergsteigerInnen, die haben jetzt keine öffentliche, glaube ich, keine öffentliche oder irgendwelche Rauminfrastruktur in der sächsischen Schweiz, aber die haben einfach so eine jahrelange Kontinuität von so einer kulturellen und geschichtlichen Arbeit, woran man noch anschließen kann. So gibt es also dann sehr unterschiedliche Wege, denke ich, sich auf einer lokalen Ebene dann auch zu etablieren erstmal, um dann so eine Ausgangslage zu schaffen für auch eine Rauminfrastruktur. Ja, und ein Punkt, den du jetzt da, denke ich, vergessen hast, ist auch einfach das Nutzen von den bestehenden dörflichen Infrastrukturen davon. Weil das ist wirklich was ich auch mehrfach mitbekommen habe. Ganz häufig freuen sich eben irgendwelche Veranstaltungsräume vor Ort oder irgendwelche ausgerichteten Feste darüber, wenn es einfach noch einen zusätzlichen Stand gibt. Oder irgendwer da dann mal, was weiß ich, ein Umsonst-Flohmarkt oder irgendwie ein soziales Fest ausrichtet, weil eben sonst nichts ist und es sehr häufig sehr schwer den Leuten da vor Ort fällt, das eben mit dem kontinuierlichen Rückgang von Vereinsmitgliedschaften, von sozialen Strukturen auf dem Dorf auch dann weiterhin zu füllen. Also habt da keine Scheu, fragt einfach nach. Ich weiß gar nicht, wo wir auch schon überall mal für irgendwelche Vorträge angefragt haben, wo wir dann auch potenziell eine Zusage bekommen hätten von irgendwas, wo man sonst als Großstadtlinker dann irgendwie nur die große Scheu vorgehabt hätte. Also da wirklich, habt Mut, fragt einfach nach. Das Schlimmste, was ihr bekommen könnt, ist halt eine Absage von den VeranstalterInnen oder den TreiberInnen. Ja, oder wenn es eben keine räumliche Infrastruktur Linke gibt, dann wieso nicht in der lokalen Kneipe nachfragen? So, ja. Warum nicht? Wie du das gerade genannt hast, also vielleicht ist sie potenziell einfach nur glücklich über alles, was da reinläuft, weil einfach es mit der Kohle knapp ist und denen ist ja das erstmal relativ egal. Also da ist, denke ich, einiges möglich. Wir haben auch zum Beispiel damals hatten wir auch eine Veranstaltung in einer Bäckerei, in so einer kleinen lokalen Bäckerei gemacht, hatten wir auch so eine öffentliche so Antifa-Veranstaltung da bei uns gemacht. Und dann war es auch tatsächlich so, dass dann die Nazis, weil wir diesen Gegenspiel auch hatten damals, da dann auch irgendwie so Aufkleber an die Scheiben von diesem Laden geklebt haben nach der Veranstaltung und dann wollten die auch keine Veranstaltung mit uns mehr machen. Also natürlich, das sieht man auch an der Stelle, da gibt's natürlich auch Probleme, die entstehen können, aber wenn das jetzt zum Beispiel nicht gewesen wäre, dann hätten wir da halt so viele Veranstaltungen machen können, wie wir wollen, ne? Ja, ich denke, da haben wir sicherlich jetzt auch einige positive Vorschläge geben können, einige Anregungen. Wir sind wirklich gespannt, was ihr davon haltet, was ihr dann auch vor Ort vielleicht berichten könnt, wie ihr die Probleme und die Chancen wahrgenommen habt, weil gerade auch dieser ganze Punkt der Chancen, deswegen haben wir dem jetzt so viel Raum gegeben, wird halt total unterschätzt. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn da das Bild eben ein bisschen ausgeglichener dargestellt werden kann, ein bisschen näher an der Wahrheit dran und ihr uns dann einfach mal von euren Kleinstädten und Dörfern berichtet. Wir werden das sicherlich auch jetzt in der Zeit, wo die Folge aktuell ist, auch verbreiten, eure Ideen. Ihr könnt uns gerne bei Instagram auch eure Vorschläge und Ansatzpunkte schreiben. Da werden wir vielleicht auch einiges zu machen und dann die mit allen teilen. Es wäre mal schön, wenn es irgendwann so eine Broschüre geben würde. Also da habe ich schon häufiger darüber nachgedacht und in unterschiedlichen Kontexten mal wieder darüber geredet. Wirklich so eine Broschüre explizit fürs Land. Also vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, das wäre auf jeden Fall potenziell was für anarchismus.de. Das tolle Webseitenprojekt, wo wir auch eine Broschürenreihe haben. Vielleicht gibt es da Leute von euch, die sagen, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Einfach mal sowas, wie wir jetzt hier als Podcast gemacht haben, so ein bisschen zu verschriftlichen, konsistent. Und dann halt auch über die Broschürenreihe da bei anarchismus.de zu veröffentlichen. Das würden wir total begrüßen und auch unterstützen. Ja, und in diesem Sinne möchte ich nochmal sagen, für all die Leute, für die das gesagt hier zutrifft, die eben auf dem Land weiterhin aktiv sind oder in der Kleinstadt, die teilweise eben vor der scheinbar hoffnungslosen Situation vor Ort stehen, die mit dem Gedanken spielen, zu den doch ziemlich arroganten Großstadtlinken dann zu ziehen ans Szeneviertel, weil immerhin hat man da Gleichgesinnte, immerhin hat man da Angebote, was zu machen, die eben von dann den konservativen Elementen der Dorfstruktur gepeinigt werden oder von den dann doch auf dem Land etwas stärkeren Rechten. Lasst euch nicht unterkriegen. Für mich auch einfach, weil ich es selber erlebt habe, gab es weniges, was ich so spannend und wichtig fand, wie eben raus aus diesen Szenevierteln zu kommen. Und das heißt eben auch in vielen Fällen eben in die Provinz, ins Hinterland und da dann nachhaltige Strukturen aufzubauen. Denn eine Sache, die ich immer
ja, die mir da immer Hoffnung gegeben hat, ist, dann in die Orte zu schauen, in denen das funktioniert hat. Wie gerade beispielsweise Finsterwalde angesprochen wurde oder verschiedene Landstriche in Norddeutschland, die dann eben noch stark durch die Anti-AKW-Bewegung geprägt sind, wo man einfach sieht, dass dort linke Strukturen sich einfach viel länger überleben, als es häufig dann eben in der Großstadt der Fall ist. Und das ist doch wirklich was Schönes, wenn man dann überlegt, dass der Aktivismus, den man da betreibt, die Aufbauarbeit, die man da betreibt, wirklich Früchte trägt und nachhaltig ist. Ja, nachhaltig werden wir auch weiterhin unseren Podcast hier betreiben und in dem Sinne hören wir uns dann in einer Woche wieder zur nächsten Folge und am Mittwoch zum Livestream. Glück auf. Glück auf.